Und damit herzlich willkommen zu Underminds Geofring Runde. Und jetzt runter und schauen, was uns erwartet. Was erwartet uns jetzt? Wir sind in Delvemore Verlies. Und wir kriegen eine Verlieskarte. Eine vermummte Gestalt erscheint in der Ecke. Oh, welche Ecke? Weg hier. Oh, komm mal hier. Steigert den Schwingschaden, lasse fortwährend Bomben fallen. Wann nennen wir das? Also solange wir uns nicht treffen lassen, geht der Schaden auf jeden Fall hoch. Da kommen wir leider noch nicht rein. Das ist eine neue Quest. Aber ein neuer Raum, das zählt schon als Schaden, wa? Boah. Scheiß Fluch also. Der Fluch sorgt dafür, dass wir in jeden Raum von vorne quasi einsammeln müssen. Hey, da liegen Schlüssel, guck mal. Da oben ist die Quest. Autsch. Er will zwei Schlüssel dafür haben. Liebles Wunderladen. Ja, ich habe gar kein Leben mehr, um noch irgendwie. Warte mal. Ich muss was riskieren. Weil zwei Räume noch und ich bin tot. Das heißt, ich brauche jetzt mal hier Fleisch. Können wir nicht benutzen, dann sind wir tot. So. Nächsten Raum, dann ist Ende im Gelände. Ich will noch nicht sterben. Aber das Ding ist, wir können nicht in den nächsten Raum gehen. Das heißt, ich brauche gleich Leben. Hinter diesem Raum. Jetzt muss. Was macht man denn in so einem Fall? Wenn man kein Leben mehr hat. Hallo? 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 Was mache ich? Wenn ich jetzt in den nächsten Raum nämlich gehe, bin ich tot. Und bin Herz. Ich werde jetzt sterben. Nur durchs Betreten des Raumes. So, Meier, wo ein Schinken. Keine Bomben mehr. Schinken und tot. Das muss man sich mal reinziehen. Ich sterbe bei dem Versuch. Ein Raum zu betreten. Oh, guck mal, das ist ein Router. Na gut, zurück zur Zentrale. Dann gucken wir mal. Was das Labor. Guck mal da. Erinnert mich an Vivi von Final Fantasy 9. Geh weg! Das Labor ist geschlossen! Herrin! Ich habe das Mittagessen für euch. Verzeiht die Verzögerung. Ohohoho. Du bist ein langsames Wesen, Beltram. Dabei habe ich dich doch gestern schon losgeschickt. What? Du hast meine bereits gestählten Erwartungen nicht erfüllt. Doch von Enttäuschung werde ich nicht satt. Bring sie herein.
Da kam Fendin. Und Fendin geht hinterher. Und sagt guten Tag. Ohohoho. Was haben wir denn hier, Beltram? Was ist denn da für ein Streuner nach Hause gefolgt? Baba, das ist mein Menschenfreund. Er hat mir bei der Suche nach Pilzen geholfen. Nein, Moment. Das ist ein anderer Menschendiener. Waren es alle unterschiedliche? Das ist ein Weißer, sehen alle gleich aus. Unwichtig. Ich sehe, dass Arkanos Diener ihre Grenzen überschreiten. Aber du warst hilfreich. Hör gut zu, Bauer. Wenn du oder deine Art Rezepte in den Minen findest, dann könnt ihr sie mir bringen. Und ich lehre euch die Alchemie. Mögen alle von meiner Großzügigkeit sprechen. Menschenfreund, hör auf zu schmollen, Beltram. Es wartet Arbeit auf dich. Ich weiß deine Hilfe mit den Pilzen zu schätzen, aber hat ihr Mittagessen sehr genossen. Hier ist eine kleine Entschädigung. Gezählt, gebraucht vom Alchemisten. Menschendiener, wenn du Alchemie-Zutaten brauchst, findest du sie hier. Trage einen zusätzlichen Trank. Steigere die Dauer von Tränken. Beides gut. Du willst also dein Glück mit der Alchemie versuchen. Bring mir Rezepte und ich zeige dir, wie du daraus etwas Nützliches herstellst. Dann haben wir ja. 2016, okay. Stell deine zufällige Menge Gesundheit wieder her oder Ablegerlarven. Ein Tropfen von Selbstblut wurde benutzt, um einen Trank zu synthetisieren, die ihre Reproduktionsfähigkeit nachahmt. Ah ja. Ja, dann. Wir haben ja 2000. Was machen wir damit? Fendin, sag doch mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Boss gemacht von 5. Falls es ist noch ein weiter Weg. Es ist noch ein weiter Weg. Können wir hier noch irgendwas herstellen? Saugt Feinden, die von Bomben getroffen wurden, das Leben aus. Eigentlich Geld retten, ne? Ja, eigentlich, ne, ja, diese. Wir brauchen unbedingt diese. Verbessert deine Bomben um neue Art. Ne. Wir gehen jetzt rein und sammeln Geld. Ich darf das Geld jetzt nicht ausgeben. Nein. Immer selbst wenn ich die Art Bomben hätte. Lol. Wie soll man da dann rankommen? So ein Scherz. Schlechter Scherz. Du Ficker. Oh, hau doch, ich wollte nur. Doch anders. Aber es reicht ja nicht bis unten hin. Bis zur Kiste. Es reicht aber bis zum Schließ. Bis zum Schließ reicht aus. Entferne einen Fluch. Oh, gut.
Ich kriegen wir ja immer mal wieder ein. Woher wir den auch immer gekriegt haben, du. Füge mehr Wurfschaden zu, wenn du wenig Gesundheit hast. Ich habe jetzt weniger. Plus 5. Wir haben ja eben eine verbraucht. Ich wollte gerade sagen, wir haben zwei Bomben. Mit zwei Bomben müssen wir zu der Kiste hinkommen, aber. Aber guck mal, die Bombe brauchen wir auch hierfür. Aber da kriegen wir. Erhöht maximale Gesundheit. Jetzt haben wir drei Bomben. Hier gibt es auch nochmal ein Stück Fleisch. Hier gibt es nochmal Jolt. Also mit drei Bomben müssen wir ja eigentlich rein theoretisch. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Stück Fleisch. Toll. Und wir kriegen einen Hut des Abenteurers. Und auch ein so ein Ding. Und wir haben einen Fluch. Leck mich doch im Arsch. Dein Ernst? Geheime Räume sind jetzt noch geheimer. Eigentlich gar nicht so schlimm. Geheime Räume. Achso, das Funkeln fehlt dann, ne? Ich nehme den Trank, oder? Oh, geheime Räume dürfen wieder kommen. Schluss mit Geheimnissen. Keiner mag Geheimnisse. Haben wir einen Schlüssel? Wow. Zwei Stücke Fleisch schon wieder. Weil ich mir gerne mal gönnen würde. Ja, wo nicht kann. Aber ich gönn mir. Du verursachst kurzzeitig mehr Schaden, wenn du Gold aufhebst. Bringt mir beim Boss natürlich nichts. Warte, funkelt das hier? Nope. Ja, da funkelt. Beim Fleisch. Da auch noch mal ein Stück Fleisch. Also sollte was passieren, zur Not haben wir noch drei Stücke Fleisch. Drei dicke, saftige. Ugh.
Ja, das Ding brennt wegen dem da, oder? Deswegen brennt die Kacke. Ja, wir haben das Gold, wir haben das Fleisch. Also so oder so werde ich auf jeden Fall ein Stück Fleisch fressen gleich. Oh Gott. Weil jetzt ja auch so viel fehlt. Ach, das war gut, ne? War das ein geiler Trick? Goldzahn. Steigert die Bombengröße. Oh, wir haben schon wieder einen Fluch. Entfernt einen Fluch. Und fügt 75. Versperrte Läden sind besonders versperrt. Die verarschen. Fluch ist weg. Aber wir brauchen jetzt alle Tränke. Alles am Fleisch, was da rumliegt. Ey, wir sind halb tot. Nur wegen dieser ganzen Kacke. Über den Fisch. Immer das Fleisch. Immer das Fleisch. Dieser hat sich ausgezahlt, ne? Na man, gut, dass das da noch lag. Ob wir den Fisch hätten grillen können? Bum, 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 bum. Hallo. Oh, den Schüssel, den nehmen wir mit, ne? Stück Fleisch. Haben wir gebraucht, ne? Und diesen Trank, den nehmen wir auch, ne? Da haben wir das Plus gemacht. Ich habe da leider nicht drauf geachtet. Leider nicht drauf geachtet. Oh nein. Kein Unsinn jetzt. Schnauze. Also Flüche kriegen wir immer, wenn wir irgendwie was Geiles einsammeln oder so. Habe ich so das Gefühl, dass wir dann immer die Flüche kriegen. Was war das eine da unten links nochmal? Weil ich habe jetzt eine 11 da stehen. Achso, wie ein Gold einsammeln, ne? Ja, 15. Jetzt 10, 13. Wird ja auch mal weniger jetzt. Stimmt ja. Hallo, Spitzhacke. Geworfene Hacken verdoppeln sich selbst. Hallo. Ich muss wahrscheinlich erstmal einen Gegner treffen, ne? Hallo, voll am Haken. Hier? Auch nicht. Klemmt er jetzt hier ein oder was? Hier ist er noch. Ja. Noch nicht. Uff. Oh.
wir sind mal wieder verflucht. Aber womit diesmal? Wir schauen gleich nach. Was für eine Scheiße. Bei Treffern teleportieren. Wenn ich treffe oder die? Ich denke mal, dass ich wegteleportiert werde. Level up. So, Billy. Am besten Fluchentferner. Was haben wir hier denn? Ein kostenloses Essen. Ja, nehmen wir doch gerne. Das ist ja im Angebot. Oh, wir haben 6 Schüssel, das reicht erstmal. Lalala. Auch wenn es im Angebot ist. Brauchen wir nicht. Oh nein, wir waren getroffen. Oh nein. Ich bin jetzt hingesprungen. Ich wurde getroffen und deswegen Teleport. Bei Bomben, also Feuer, meine ich. So, Kinas. Noch eine Bombe. Also, wir haben jetzt ein paar Bomben. Gut, Schlüssel. Und wir haben hier. Ohohoho, das mitgebracht bei Black Rabbits. Super! Sondern absolut nicht manipulierten Lotterie. Ein Hebel tut gar nichts. Ein Hebel jagt alles in die Luft. Ein Hebel senkt die Wand und du gehst reich nach Hause. Traust du dich fürs Spielen zu zahlen? Okay. Goldene Mitte. Next? Okay. Oh. Ach, der richtige war, ne? Jawoll. Was hast du zu sagen, hä? Das habe ich eindeutig so leicht für dich gemacht. Nächstes Mal gibt's eine Portion Schmerzen. Herzchen. Ach. Ob jetzt Freundin, ich schon nicht tolli. Nicht ganz tolli. Black Rabbit. Stolze Frau. Fendin! Sammel das Gold! Jetzt geht's richtig ab! Weg, weg, weg! Weg, weg! Fleisch! Noch eine Bombe! 5 Bomben, 5 Schlüssel! Vielleicht doch! Hui! Hua! Bringt ihr was? Nö. Ey, das ist eine neue Art Ratte. So, unten ist der Laden. Rechts ist aber noch mit. Gehen wir erstmal hier. Boah. Ach, ich bin hier jetzt. Ja, stimmt. Ich werde ja teleportieren, wenn ich getroffen werde. Orientierung voll verloren. Am besten Gold kriegen wir ja zusammen, ne? So, erstmal hier fetten Item. Das muss sein. Die Dornwässe. Das muss sein.
Dann können wir unten schon wieder die Schuhe einsammeln und was Geiles da hinlegen. Aber wir können auch hier eine Bombe hinlegen und dann kriegen wir noch was Geileres. Nämlich mehr Schaden und steigert kurzzeitig die Gesundheit. Holla. Ich will mal das da hinten snacken, ne? Spare dir etwas Essen für später auf. Ich meine, ja, aber nö. Schieb mal drauf. Oh, da oben ist schon wieder Boss. Wo ist eigentlich der, der Dingensen? Der andere, der blaue. Oh, was ist hier dann? Was steht da? Auswählen. So, ja, dann nehme ich mehr Gesundheit, oder? Dann nehme ich natürlich mehr Gesundheit. Ich würde das andere aber auch gerne nehmen. Warum wird da unten alles weggekreuzt? Können wir den Boss jetzt nochmal machen? Machen wir aber nicht. Aber wir können jetzt schon wieder einen Fluch raussuchen. Oh, da kriegen wir drei Flüche. Wirf eine wirbelnde Klinge des Todes. Erhalte Schwingschaden für jeden Fluch. Oh komm, let's go. Was ist das alles? Wenn du Feinde besiegst, wird dein Segen zerstört. Erhalte mehr Schaden. Steigert die Kosten der LAN-Gegenstände. Oh Gott, was habe ich mir da angetan? Aber wir kriegen dadurch ordentlich Schaden, weil wegen so viel Flüche. Egal, wenn alles jetzt mega teuer ist. Egal. Ist auch egal. Egal. Ist auch egal. Ist auch egal. Sind die nett? Ich glaube nicht, ne? Eindringling! Wo bin ich? Hä? Oh, was? Ja, der hatte ja richtig Bock, wa? Feuerschüssel habe ich. Die positiven Gedanken machen sich bezahlt, selbst ganz hier unten. Guten Tag, der Herr. Kann ich helfen? Sieh dir nur alles um. Alles kostet nur noch die Hälfte, wenn du mich befreit hast. Und Sir, kann ich euch irgendwie helfen? Da gibt es nichts Interessantes. Kommt doch bitte hierher, wenn es euch nichts ausmacht. Warum ich hier in dem Verliesen eingesperrt bin? Naja, da gibt es ein Missverständnis mit meiner Genehmigung zum Bombenverkauf, weil ich hatte keine, weißt du. Die Wachen haben mich sofort weggesperrt, aber wie du siehst, hält mich das nicht davon ab, mit meinen Geschäften weiterzumachen. Na komm, dann nehmen wir mal ein paar Schüsse. Ein paar Bombs. Fast ja nur die Hälfte. So, erstmal hier. Alles teuer, teuer. Erhalte etwas für nichts. Mhm. Ja, das Essen, das brauche ich leider. Alter, haben wir 40 Schaden? Also plus 40?
Da brennt's ja wohl bei denen. Halleluja. Ah, nicht diesen. Guck mal an. Machen aber ordentlich Schaden mit diesen plus 40 da unten. Jo. Okay. Okay, okay. Uff. Halt mich mal. Alter. Halt, sagt er. Okay, gleich haben wir aber auch keine Schlüssel mehr, ne? Wenn es so weitergeht. Ich darf da nicht. Ich muss auch rüberspringen. So. Feinde, die von der geworfenen Hacke getroffen werden, erleiden mehr Schaden. Cool. Blinkt hier was? Nee, ne? Oh, guck mal hier. Richtig. Sollen wir mal eine Bombe hier hinpacken? Da unten! Ganze Zeit dahin geguckt. Na, hat nicht geblinkt. Aber sonst auch nichts, ne? Nur diese blöden Dinger da. Wie war das mit und mein Segen wird zerstört? Wenn du Feinde besiegst. Wenn du Feinde. Ich besieg doch die ganze Zeit Feinde. Oh, dicke Dinger. Wir haben jetzt 3300 Gold. Oh, so viele davon. Ist auch alles hier ein Geschenk des Gottes. Geh weg. Da ist auch noch Gold. Sweetie wird endlich Level 3, bitte. Gut, dann gehen wir mal weiter, wa? Volle Konzentration. Volle Konzentration. Also die Bauern, die wir jetzt so zur Zeit haben, die, mit denen läuft es. Denen läuft es richtig gut. Verlies 2. So, hier kriegen wir jetzt erstmal wieder was Geiles. Mehr Schaden. Ist das ein Geheimnis oder so? Nee, ne? Bam. Oh nein. Hilfe. Überforderung. Mal lieber schnell hoch. Snack mir erstmal das. Snack mir erstmal das. Dann trinke ich das erstmal. Snack erstmal das. Und das. Und das. Okay. So, ich bin wieder ready am Start.
Puh. Okay. Hä? Achso. Scheiß Gift, ey. Sah es nicht aus, als ob man in die Statue nur marschieren kann. Oh, ein Schlüssel, sehr gut. Wir haben ja echt keine Schlüssel mehr. Muss man sich mal reinziehen. Guck mal, was wir da unten alles haben, ey. Mittlerweile. Was sehen hier? Weg. Ah, noch ein Schlüssel. Haben wir Gold? Okay, hier kommen wir, Leute. Kommen wir eigentlich darüber? Also wir kommen hier rüber, klar. Bin teleportiert. Jawohl. Aber wie kommen wir darüber? Einfach dieses Wegteleportieren da immer. Ja, da gibt's zurzeit keinen Weg rüber. Vielleicht, wenn man die Dinger zerstört hätte oder so. Weiß es nicht. Wir laufen falsch. So, fressen wir mal wieder gut, ne? Okay, dann weiter geht's. Mensch, wir sind schon richtig weit. Hi. Noch ein Schlüssel. Verlies 3. Weg. 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 Okay, was erwartet uns jetzt? Hululua! Zum Glück können die nicht hier durchschießen. Okay, oben geht's lang und hier geht's lang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Nein, die hasse ich. Nein, wo bin ich? Scheiße. Oh nein, ich will jetzt nicht verrecken. Mach nicht diesen. Mach nicht diesen jetzt mit mir. Okay, schnell rein. Schnell gratis fressen. 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 So. Fressen. Fressen. Pressen, trinken, gucken, öffnen. Und ich habe einen weiteren Fluch. Was habe ich jetzt für einen Fluch? Füge weniger Schwingschaden zu, willst du mich verarschen? Aber tut sich das nicht? Ja, kommt drauf an, wie viel geht das runter, wie viel geht das hoch, ne? Auch ein Schuss. No. Oh nein. Will doch nur. So, was haben wir hier? Entdecke mehr Schatzräume. Jawohl, mehr Schatzräume. Was auch immer das heißt. Wie kann man denn mehr Schatzräume finden?
War das da? Nein. Das sieht aus, als ob ich. Jetzt habe ich 4 Bomben dafür verbraucht, weißt du? Oh Gott. Puh, puh, puh. Guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Ah, nur Wasser ist auch so viel. Okay, hallo. Oho, der Batman ist wieder da. Hallo, Kleines. Willkommen in Black Rabbit Spielhaus. Was sagst du, für 800? Nee. Bist du dir sicher? Ziemlich cool. Ja, aber 800. Ich will auch ein bisschen Geld mit rausnehmen, oder? Ich gebe die ganze Zeit schon Geld aus. Und 3500 haben wir gerade mal. Schlüsseln habe ich ohne Ende. Davon kann ich dir ein paar geben, mein Schätzchen. Was ist das? Ah ja. Komm mal da rum. Das war knapp. Okay, wir haben nur noch 77 Leben. Wir können jetzt mal ein bisschen Fleisch gebrauchen. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter runter, wa? Ist eine echt gute Runde, aber das Gold ist so knapp, ey. Ich glaube, wir sind ja auch mit... Sind wir nicht mit 2000 sogar in das Verlies hier rein? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir Minus machen und nicht Plus. Minus. Das sind auch die ganzen Flüche, ey, die richtig reinhauen. Boah, was ist denn alles zerstört? Die ganzen Vorteile oder was? Oh, Fleisch. So. Weiter geht's. Lach nicht. Was bist du? Den darf man nicht hauen. Merk dir meine Worte. Ich darf mich doch nicht so oft treffen lassen, Leute. 33 Leben nur noch. Also nächster Angriff, ich bin weg. Ja, so wie jetzt. Ja, schade. Bin aber echt weit gekommen, ne? Ja, die Flieger haben ja auch bestimmt viel dazu beigetragen, dass wir halt so viel Schaden gemacht haben und ja. Fendine ist gestorben, verließ die Welt so, wie er sie betreten hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Beim nächsten Bauern. Also haut rein. Ciao.